Na, das ist ja wohl ein ganz schlauer, was? Eine hochintelligente Spezies von Affen tritt an zum ultimativen Showdown. Gegen die wenigen noch existierenden Menschen, die nach einer tödlichen Virusepidemie um ihr Überleben kämpfen. In Planet der Affen – Survival. Wo hast du das her? Böser Ort. Menschen zu. Böse Menschen. Böse Menschen. Soldaten. Soldaten. Kannst du uns hinbringen? Okay, here we go. And action. Auch im dritten und letzten Kapitel der hochgelobten Planet der Affen-Trilogie ist der Realismus der visuellen Effekte verblüffend. In Planet der Affen Survival geht es um die engen Beziehungen zwischen den Charakteren. Aufregend daran ist, dass wir die Schauspieler erfassen und daraus diese absolut echt wirkenden Affen gestalten. Du bist es. Du bist Caesar. Kämpfe ich nur, um Affen zu beschützen. Du bist nicht nur ein Platzhalter für die spätere magische Wandlung. Es geht nicht darum, die Figur zu vertreten. Du bist die Figur. Andy Serkis ist ein unglaublicher Schauspieler. Er hat ein tiefes Verständnis für seine Rolle. Ihr lasst uns gehen? Sag eurem Colonel, überlasst uns die Wälder. Er wird sehen, dass wir keine Wilden sind. Als Zuschauer sucht man immer nach dieser emotionalen Verbindung. Das kann man nicht mit jemandem in einem grauen Anzug machen, der nur die Bewegungen ausführt. Man braucht einen echten Profi. Bist du nun gekommen, um deine Affen zu retten? Ich komme wegen dir. Weta ist eine herausragende Firma für visuelle Effekte. Sie sind die Besten. Dank der Arbeit von Andy und Weta kann sich der Zuschauer mit Caesar identifizieren. Weta kreiert wahre Kunst für uns. All diese Details machen die Illusion perfekt. Sie haben die Grenzen ausgereizt. Ein typisches Bild beginnt mit der Bewegungserfassung am Set. Weta kann dann diese Daten in eine Figur verwandeln, mit der man sich identifizieren kann. Die Art, wie man authentische Gefühle darstellen kann, hat eine neue Ebene erreicht. Oh nein! Es sieht so wahnsinnig realistisch aus. Das ist eine brillante Technologie, die ich gerne annehme und auch deren Grenzen sprenge, sodass es der mitreißendste Film wird, auf jeder einzelnen Ebene. Ich habe diesen Krieg nicht begonnen. Die entscheidende Schlacht zwischen Affe und Mensch. Das finale und sicher actionreichste Kapitel der ambitionierten Blockbuster-Trilogie. Aber ich werde ihn beenden. Planet der Affen. Survival.